Ich würde sehr undankbar sein, wenn ich Ihnen nicht meinen Dank aussprechen würde. Einmal darüber, dass Sie überhaupt nach Tamsel kamen. Dann über die reizenden Verse, die Sie für mich gemacht hatten. Gestern in abendlicher Einsamkeit fand ich Gelegenheit, alles in ungestörtester Muße zu lesen und zu bewundern. Da haben Sie nun meine Kritik. Alles, was von Ihnen kommt, besticht durch Geist und Grazie. Noch genug, ich breche ab. Sieh, im Geist erröten. Ihrer Bescheidenheit aber jedes weitere Verlegenwerden zu ersparen, schicke ich Ihnen, was Sie von mir gefordert haben. Als mein Gesandter soll mein Bild dich grüßen, und des Gesandten Dolmetsch sei dies Lied, was ich zu sagen dir bisher vermied. Ich sag es nun, ich liege dir zu Füßen, ich trage Fesseln, aber jene Süßen, von denen wie ein Herz freiwillig schied. Mit jedem Ringe, jedem neuen Glied wächst nur die Lust zu tragen und zu büßen. Doch halt und verrate nicht zu viel, verberge lieber hinter heitrem Spiel den Schmerz des Abschieds und des Herzens. Und verberge deiner Wünsche liebstes Ziel, verschweige, dass nur eine dir gefiel. Und die du sterben möchtest jede Stunde. So schicke ich Ihnen denn mein Bild. Ich hoffe, dass Sie es wenigstens dann und wann zu dem Zugeständnisse veranlassen wird. Er war vor ein guter Junge, aber er langweilte mich und brachte mich oft zur Verzweiflung mit seiner unbequemen Liebe.